Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS22 auf der Staso. Ja, ich sitze noch in unserem neuen Fendt-Ladewagen. Gras einsammeln. Ja, das, ich sag mal, leidige Thema Gras hier bei mir auf der Staso zurzeit, ne? Viel Grasgeschichte seit den letzten 5, 6, 7 Folgen. Ich werde auch sagen, das wird die letzte Folge mit Grasfern, auf jeden Fall. Ich habe zwar noch ein Feld da drüben irgendwo, aber das werde ich offline einsammeln. Weil, ja, ich sag mal so, irgendwann ist das auch mal durchgelutscht wieder, ne? Wir haben jetzt sehr viel Gras gehabt, auch durch die zwei Aufträge. Und ja, ich kann ehrlich sagen, ich habe Bock mehr auf Gras. Nee, wir werden dann, wie gesagt, ich werde dann das letzte Feld offline einsammeln. Und dann auf jeden Fall werden wir, denke ich mal, in der nächsten Folge, wenn ich das alles schaffe, mit vorbereiten und so. Deswegen weiß ich nicht, ob Montag ein Video kommt. Kann sein, dass es... Wo kommt er denn jetzt her? Dass das Video für Montag vielleicht ausfällt. Mal schauen, wie ich schaffe. Ne? Weil ich habe nämlich jetzt Donnerstag kurz vor 16:30 schon wieder. Das ist nämlich schon etwas spät schon wieder. Und heute Abend, ich hoffe mal, dass das klappt heute Abend, Livestream wieder auf der Bantico. Bisschen Osttechnik halt, ne? Mal gucken, wer von den Jungs noch wieder Lust hat und Zeit natürlich. Ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen Mist machen soll, ne? Ich glaube, muss ich noch zur Biogasanlage bringen. Da ein Betten Mist. Weil ich habe ja so viel davon. Gülle habe ich wenig, ne? Also, Gülle, ne? Gülle. Ah, 40.000, 21.000. Milch, die könnte ich nochmal bald wieder verkaufen. Mist habe ich ganz schön viel. Vielleicht noch was zum BGA bringen. Ist schon ordentlich was drin, ich weiß jetzt gar nicht wie viel. Wir können ja mal einmal hier Dings anmachen. Wir haben jetzt schon 380.000 oder so weiter, also knapp 400.000 Liter. Knapp 400.000 Liter. Ich sag mal, das ist schon eine ordentliche Menge. Da brauche ich in den nächsten Jahren erstmal keine Silage mehr machen, glaube ich. Bis ich das leer habe, wie gesagt, von dem... was ist das denn jetzt schon wieder? Von den anderen, oder vom anderen Feld halt noch alles einsammeln. Mal schauen, vielleicht werde ich die Silageballen auch verkaufen, alles. Wenn die Silage soweit fertig gegärt ist. Ich glaube, irgend hat er auch... Ja. Ist voll. Dann kann ich ja die Stoffe wieder auffüllen. Silage, Stroh, Heu. Ich weiß auch nicht, ich muss mal gucken. Mit dem Pumpen Hoses, wie ich das so machen werde. Zwecks
hinstellen und so. Ich will ja den Container nehmen. Und von da aus dann, ne? Weiß ich noch nicht, wie das so hinhaut. Weil der Container hat ja auch nur irgendwie, die haben ja irgendwie nur eine bestimmte Reichweite, bis wie weit sie pumpen können oder so, ne? Der bis 1000 Meter, also 1000, also 1 Kilometer. Hier sind es so 300 Meter. Hier sind 700 Meter. Der kann 1500 Meter. Dafür gehen aber auch nur weniger rein, ne? 12.000. Hier ist ein bisschen mehr, ne? Ich weiß nicht, wie das so richtig zusammenhängt. Wie gesagt, ich hab's. Das Pumpenhaus ist nur nie so wirklich verwendet. Ich habe es ein, zwei Mal ausprobiert, oder ich habe es damals ausprobiert, als es rausgekommen ist. So ein bisschen, so ganz grob nur ausprobiert. Ich will mal gucken, wie das überhaupt funktioniert. Und ja, irgendwann hatte ich das nochmal ausprobiert, weil ich nicht mehr wusste, wie es funktioniert hatte. Aber so richtig, richtig verwendet habe ich es noch nie. Also wie gesagt, die Staso wird dann das erste Mal sein, dass ich das Pump and Hoses richtig... Also so richtig, richtig einsetzen tun. Oder verwenden werde halt, ne? Ich habe das Pumpenhoses zwar auf einer privaten Karte von mir, aber da habe ich es auch noch nicht eingesetzt, weil ich habe da auf der Karte halt gerade erst angefangen. Und bin da noch nicht so weit, dass ich das hätte einsetzen können, eventuell. Sich auch erst wieder, ne? Ja, das ist halt so eine Sache. Ich denke mal, wenn wir die erste Folge machen, Pumpenhoses, dann wird wahrscheinlich ja, das eine oder andere schief gehen. Kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht machen wir das auch im Livestream. Mäßig, weiß ich noch nicht. Die Fläche ist auch gleich wieder leer. Hier habe ich aber auch jetzt schon. Ich glaube, Vorgewende ist was jetzt der vierte, fünfte Anhänger oder sowas. Nur fürs Vorgewende. Also es kam schon ordentlich was runter. Oder zusammen, besser gesagt. Vielleicht nochmal gucken. PH-mäßig. Wie sieht das aus? Ne, sieht noch gut aus. Also das geht noch. Müssen wir auch gucken, ne? Heu machen noch einmal die Saison. Im Juli oder August am besten denn. Dann nochmal wieder Gülle raufballern. Oder Geras, je nachdem. Ich will auch gerne mal mit diesen Trockengärresten sozusagen arbeiten. Kann man ja auch unterschiedlich einmal als Dünger und als Einstreu verwenden, ne? Falls wir mal keinen Strom mehr haben, dann als Einstreu, aber die Frage ist halt nur, wo wir da platzieren, ne? So sehr viel Platz haben wir dafür auch nicht.
soll aufpassen, nicht, dass uns wieder einer von links in die Karre fährt. Der da so irgendwie so spontan aus dem Busch rausgesprungen kommt. Da schon wieder so ein roter. Ja, die haben es auf mich abgesehen. Da. Die haben es auf mich abgesehen, die Roten. Ja, das ist eine Endlos-Sache hier mit dem Gras, ne? Aber wie gesagt, das wird die letzte Folge sein. Ich denke mal, ihr habt auch schon ein bisschen den Schnauze voll von jede Folge Gras, Gras, Gras. Wenn wir das ganze Zeug nochmal hochschieben dann. Dann den letzten Wagen von der Wiese holen. Zumindest ich. Ihr werdet das wahrscheinlich jetzt nicht mehr mitkriegen. Aber ich glaube, die Folge ist nämlich auch schon fast wieder vorbei. Na? Ich wollte sagen, der hängt jetzt fest, oder was? Wie gesagt, vielleicht, dass ich die Silageballen hier verkauf alle. Theoretisch hätte ich es nicht machen brauchen hier, Silage, ne? Weil damit wäre ich. Oh, ich Handy wieder vergessen auszumachen. Oder lautlos zu machen. Da wäre ich mindestens noch eine Saison, vielleicht sogar zwei Saison lang mit hingekommen. Mit dem Ball, Bällchen da. Welche machen sich halt gut für die Anlage, ne? Für die, apropos die Anlage, da ist ja auch ein Update rausgekommen. Jetzt muss ich das nur finden hier. Was ist denn da der Unterschied? Ja, auch nichts, ne? Einfach nur die Farbe oder was? So alt, so alt Backstein, also Klinkehaus. Das ist, ja, das ist geputzt. Das ist Klinke und das andere ist geputzt. Klinke würde hier natürlich auch ein bisschen besser hinpassen, ne? So Fachwerk und so was alles, ne? Ja gut, okay. Ich habe immer Angst, dass ich das hinten zu weit rüber schiebe. Aber ich glaube, das geht gar nicht nach draußen, ne? Also, so wie bei anderen Silos. Gut, meine Lieben, wir sind dann aber für heute auch erstmal schon wieder am Ende angekommen. Ich werde hier noch ein bisschen schieben, wie gesagt, ich werde den Rest noch alles einsammeln. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
Macht es gut. Tschüssi.